So, dieses Mal ist ja alles ein bisschen anders. Erstmal nochmal ein Hallo, ihr werdet es nochmal von mir hören. Willkommen zu dieser Legung. Ich freue mich, wenn du mir lauschen möchtest, trotz meiner noch in Mitleidenschaft gezogenen Stimme. Willkommen an alle, die immer wieder reinschauen. Willkommen an alle Neuen. Ich freue mich über jeden, der hier mitschaut, sich berühren lässt, der in Resonanz gehen kann oder einfach nur lauschen möchte, um sich vielleicht das eine oder andere Samenkorn mitzunehmen. Ihr wisst, Kommentare, Likes steigern die Fähigkeit, im Netz gesehen zu werden. Es ist nur ein kleiner Klick. Wenn er von Herzen kommt, wird er große Wirkung haben. Und dafür danke ich. Aber das ist jetzt alles gar nicht mein Anliegen. Ich habe heute Nacht, ich hatte keine schlafende Nacht. Ich hatte eine wache Nacht. Ich lag eine Woche lang mit einem Virusinfekt flach und der Körper hat natürlich dann auch geschrien von der vielen Liegerei. Ich bin ja nicht mehr ein junges Spunti. Und so lief ich heute Nacht wirklich wie ein Tiger im Käfig mit Rückenschmerzen, machte Sport, machte Übungen und konnte es nicht mehr kompensieren. Und dann bin ich in meine Kartenlegecke gegangen, weil die Karten gerufen haben und mir zugesagt haben, hey, wir sind doch eine Ressource für dich. Hier kannst du deine Schmerzen vergessen, kannst dich verbinden, kannst eine kollektive Legung machen. Das war so heute Nacht. Aber dann habe ich mich dann doch wieder ans Laufen begeben danach. Schmerzkompensation und irgendwann bin ich müde eingeschlafen, habe geträumt. Bin aufgewacht, ich hatte noch keinen Titel für die Legung und meine Wortkreationskarten riefen mich, während ein Lied mich rief. Es ist so schön, meine Kollegin Tascha mit ihrem Seelenstrahlorakel. Wir sind beide so Symboltanten und ich finde es so schön, sie kriegt immer Botschaften über Lieder. Und ich habe das auch schon ich schreibe ja jetzt meinen ersten Roman, da habe ich 2012 geschrieben. Nein, 2010, mein Gott, ich habe schon 8 Bücher. Und ich war immer fasziniert davon, wenn ich keine Antworten fand, hat mich das Radio gerufen. Ich habe das Radio angemacht und das Lied, das kam, war passend. Es war teilweise so spukig, dass ich in einer Liebessituation voller Entzweiung, vier Lieder waren das damals, hintereinander gekriegt habe. Mal hat eine Frau gesungen für mich, mal hat ein Mann gesungen für mein Gegenüber. Und ich habe das meiner Mama dann alles, damals lebte sie noch, erzählt und die Lieder erklärt und vorgespielt und sie guckte mich mit Staunen an, weil sie ihn kannte. Und er sagte, Sabine, das ist total spukig. Und deswegen fühle ich mich auch immer mit der Tascha, mit ihren Liedern verbunden und ich finde es schön, wenn man auch auf diesem Weg seine Botschaften bekommt. Und habe das damals also auch schon in meine Romane einfließen lassen. Wenn wir offen sind, finden die Antworten immer den Weg zu uns. Und zu mir fanden sie sie heute Morgen über das Lied The Dragonborn Comes. Ich füge den Link hinzu. Und ich wollte aber noch gar nicht auf das Lied eingehen, weil ich habe das nur vage in Erinnerung gehabt. Der Titel war da. Ich möchte erstmal auf den Titel Wir eingehen. Ich habe also meine Wortkreationskarten gemischt und das Wir sprang heraus. Und sofort war meine Spirale präsent und sofort war präsent von innen nach außen.
Wir wirken von innen nach außen und somit kann sich das Leben erschaffen, neuer als es jemals war, wenn wir von innen nach außen wirken. Verändern wir Netzwerke in uns. Wir verändern, wir verknüpfen Glaubenssätze mit neuen, schönen Affirmationen. Wir tauchen ein, verändern im Innen das, was uns blockiert hat, das leben zu können, was wir leben möchten. Und hier geht es um ein Wir. Dann wollte ich also ein Foto machen von der Spirale und dem Wir und die Christbaumkugeln riefen mich. Rosa für die Dame, grün für den Herrn oder für dein Gegenüber, wie es für dich stimmig ist. Ich gehe immer von den inneren und äußeren männlichen und weiblichen Anteilen aus. Und als das Grün so glitzerte, dachte ich, oh, da kommt ein Geschenk von der männlichen Seite. Und dann war ich in der Küche und wollte mir noch einen schnellen Kaffee, meinen ersten diese Woche, rauslassen. Und da riefen die Herzen, die auf der Fensterbank lagen. Und das rosa Herz wollte zum Mann, zum Männlichen. Und da dachte ich, wow, Herzöffnung, das passt zu der Legung, weil der Mann seinen Herzensraum. Er wurde zum Magier, er hat Sesam, öffne dich gesagt und sein Herzensraum ging auf, ihr werdet es hören. Und dann dachte ich, ja, aber hier ist grün und pink und jetzt liegt ein blaues Herz bei der rosa Weihnachtskugel. Weihnachten, Geschenke, Wunder, Neugeburt. Und da dachte ich, und wenn er in seine Herzensenergie geht, dann wird bei ihr etwas heilen. Ja, wir heilen, wir können immer nur in uns selbst alleine heilen. Ihr kennt das vielleicht, man kann noch so oft gesagt bekommen, oh, ein Eichhörnchen vor meinem Fenster. Man kann noch so oft gesagt bekommen, ich liebe dich. Wenn man es in sich nicht wert fühlt, geliebt zu werden, wird man den Worten eines anderen niemals wirklich glauben können. Wenn man sich selbst nicht wundervoll und schön findet. Und das hat nichts mit dem Äußeren zu tun, können die Menschen im Außen sagen, was sie wollen, man wird sich nicht so fühlen. Und da möchte ich auch gleich hinzufügen, ich spreche da einfach aus Erfahrung, weil ich durch mein Trauma in der Kindheit mein Körperbewusstsein verloren habe. Ich gehöre zu den Menschen, die ein Leben lang schlank waren, wo jeder gesagt hat, boah, du siehst echt hübsch aus. Und ich fand das nie, ich fand mich immer zu dick, obwohl ich schon an der Grenze zur Magersucht war. Und da ist das Eichhörnchen, ach wie süß, wie schön. Also, diese Heilungsprozesse finden in uns selbst statt. Aber wenn ein liebendes Gegenüber Präsenz zeigt, und ein rosa Herz dir gibt, dann ist es eine große Unterstützung, um Heilprozesse leichter abschließen zu können. Und wow, schon wieder 8 Minuten. Es ist so, wenn man so eine Woche mit einer Grippe wirklich wie schmerzend flach liegt. Und ich bin gut im Schmerz, so Körperschmerz zu kompensieren, weil ich gar nicht weiß, was Schmerzfreiheit bedeutet. Das ist schon sehr transformativ. Und ich habe mich auf einigen Kanälen so in meinem Halbdöszustand, habe Kartenlegungen angeguckt und habe gesehen, wie viele Menschen sich nach Bindung wünschen, Herzen, einen Herzensmenschen haben, wo einfach wo die Brücke, die Herzens, wie habe ich in einer Legung gesagt, lass dein Herz eine Brücke sein. Und ich glaube, da können so viele Aspekte, die unbewusst uns selbst daran behindern, die Liebe, die wir leben wollen, leben zu können. Das
Das ist so vielschichtig. Aber ein Punkt ist mit Sicherheit, dass wir vielleicht lieber träumen. Wir träumen, ja, und wenn wir dann eine Kartenlegung hören, dann denken wir, ja, das passiert jetzt. Und irgendwann kommt der Verstand und sagt, ach, das höre ich jetzt schon 2 Jahre und es passiert nicht. Und man hört weiter und träumt weiter. Und dann darf man sich mal hinterfragen, wäre man bereit, diesen Traum zu manifestieren? Und wenn ich dich frage, bist du bereit, diesen Traum zu manifestieren, sei ehrlich mit dir selbst. Ich schreibe seit 20 Jahren Liebesgeschichten, Liebesromane, wo es immer wieder um die Selbstreflexion ging und wo ich immer wieder für mich gespürt habe, ja, ich setze mich auf keinen Thron mehr, der noch wackelt. Ja, also ich sage nie, du, mein Gegenüber, musst noch das und das. Wenn ich wirklich diesen Herzensmenschen, diese Seelenverbindung gefunden habe, die mich dahin bringt, in mir zu wirken, dran zu bleiben, egal wie viel Raum und Zeit das einnimmt, wo ich lerne, die Liebe frei zu lassen und sie einfach als Antriebsfeder zu nutzen, in mir weiter zu wirken, kann sich das Leben entfalten. Und ich habe immer wieder hingespürt, warum manifestieren sich Dinge noch nicht? Wo habe ich noch Ängste sitzen? Und es ist nun mal so, dass viele einfach Bindungsthemen haben. Oder man kann nicht daran glauben, dass eine Beziehung auf Augenhöhe möglich ist. Oder man denkt, es wird, wie es immer wieder war. Also träumt man lieber weiter. Vielleicht hat man auch Angst vor einem kraftvollen Gegenüber. Da darf man schauen, wo habe ich Angst, vor meiner eigenen Kraft zu leben. Also es gibt viele, viele Dinge. Aber ein Punkt ist auch, der mir heute Nacht klar geworden ist. Wenn man so in der spirituellen Szene unterwegs ist, hat man manchmal auch so diese Glaubenssätze. Ich muss erst in bedingungsloser Liebe zu mir selbst sein. Nein, ich muss erst in der Selbstliebe sein, damit ich es zulassen kann, dass ein Gegenüber mich liebt. Und erst dann kann ich mich auf ein Wir einlassen. Also ich habe das zum Beispiel bei mir entdeckt. Aber das ist auch nur so ein Vorsatz, den ich vorgeschoben habe, damit Begegnung nicht stattfinden kann. Warum denk, Selbstliebe ist wichtig. Aber es ist doch auch möglich, dass man in einem Wir übt, in der Selbstliebe zu bleiben und dem anderen zusagt, in der Selbstliebe zu sein. Und man gibt sich gemeinsam in ein neues Übungsfeld, erschafft neue Energien auf Augenhöhe. Ich habe das schon öfters in meinen Legungen gesagt. Wir werden, auch wenn wir das nicht wollen, uns immer wieder, Menschen werden sich gegenseitig verletzen, weil wir nicht in den Mokassins, in den Schuhen des anderen laufen. Wir wissen nicht, wo die Wehpunkte des anderen sind. Wir erfahren es im Miteinander, wenn wir den Mut haben, uns einzulassen. Und da ist die Kommunikation dann ein wichtiges Thema, wenn wir uns vertrauensvoll öffnen und erklären, das und das ist gerade passiert, weil. Und wir lernen im Wir. Und das ist das Überthema dieses Kartenbildes. Und die Spirale führt von innen nach außen. Und vielleicht geht es nur um die innere Entscheidung. Ich möchte mich jetzt auf ein neues Wir einlassen. Liebe ist immer ein Risiko. Aber wir werden auch immer an allem, was wir erfahren, wachsen. Und es ist nun mal so, wir lernen nur, indem wir in Verbindung treten. Und Verbundenheit möchte unsere Seele leben. Ja, das ist jetzt so diese Geschichte, die heute Morgen noch dazu kam. Und jetzt sind es schon 15 Minuten. Es tut mir leid. Aber es war mir einfach wichtig. Und jetzt noch zu dem Lied.
Wer jetzt schon öfter Legungen von mir angeschaut hat, weiß, dass die Drachen meine Begleiter sind. In meinem eigenen Lenormand-Kartendeck ist es eine rosa Dame, eine Drachendame als Hauptperson und der grüne Drachenmann als Hauptperson. Und es tauchen immer wieder Drachen in meinen Legungen auf und sie haben für mich eine ganz besondere Energie. Und für mich persönlich ist es so, ein Mann, in Anführungszeichen, der mit einer Drachendame sein kann und nicht so, wie man das früher kennt. Die hat einen Drachen in sich und die ist, ja, diese ganzen Negativaspekte vor der Macht des Weiblichen, die sich nicht nur unterordnet, sondern auch sich aufrichtet und Feuer speien kann. Und für mich kann nur noch ein aufgerichteter, feuriger, roter Drachenmann mit grünem Drachenherz in mein Leben kommen. Und dieses Lied war da. Ich habe das vor Jahren irgendwann mal gehört und seither nicht mehr. Und es ist wieder da. Und ich habe mal kurz in den Text reingeguckt. Und da steht: Das Herz eines Kriegers, unser Held beansprucht das Herz eines Kriegers. Und die Dunkelheit ist vorüber und die Drachengeborenen kommen. Das sind so die Sätze, die mir entgegenspringen und der Rest ist Fremdsprache. Dieses Lied ist von Maluka und es ist total episch. Also es ist, ich finde es so wunderbar und vielleicht hat dein Gegenüber erst sein grünes Herz im roten Drachen finden wollen. Und bei dir vielleicht umgekehrt, vielleicht wolltest du erst dein rotes Herz in der grünen Drachendame finden. Das Weibliche ist nicht nur kraftvoll und stark, es ist auch in ihrer Stärke sanft und voller Hingabe. Und so wart ihr auf eurem Weg und habt von innen nach außen gewirkt. Und die Drachengeborenen kommen und sind auf dem Weg, sich zu begegnen. Ja, das passt zu meiner Sprache. Das ist so meine Welt der Geschichtenerzählerin, die ich bin. Und nun kommt die Legung. Ich danke für deine Geduld. Es ist noch mitten in der Nacht. Ich konnte nicht mehr liegen. Ich habe seit Montag Grippe, 2 Tage nur geschlafen. Und wenn man dann nur liegt und sich nicht bewegt und wenn ich meine Übungen nicht machen kann, dann kommt der Tag wie heute oder die Nacht, wo die Nacht eben schlaflos ist. Weil Liegen nicht mehr möglich ist. Aber wisst ihr, Krankheit kann so transformativ sein. Als ich dann flach lag, musste ich eigentlich lächeln, weil die 2 letzten Legungen gingen genau darum, in den Rückzug gehen, in die Stille gehen, in die Transformation gehen, damit das geboren werden kann, was geboren werden möchte. Und ja, ich weiß nicht, warum es dann immer gleich so schmerzhaft sein muss, aber Geburten sind ja meistens so, nicht wahr? Obwohl, es gibt auch leichte Geburten. Jetzt wollte ich wissen, welches Thema ansteht und es passt sehr gut, wenn er hier schaut. Das Ass der Stäbe. Ich finde es so spannend, weil es in einer der 2 letzten Legungen um die Geburt der Entschlossenheit ging. Die Kraft der Selbstverwirklichung unterstützt von dem Regenbogen am Himmel. Der initiale Funke. Und spannenderweise, ich habe heute gar nicht groß die Deko geändert. Das Rosa wollte da bleiben, weil die sanfte Energie, die Fürsorge mit sich selbst und das Wohlwollen mit sich selbst so ein wichtiger Faktor im Sein mit sich selbst ist. Aber schaut mal, ich sammle hier alte Flakons und das ist schon immer mein Königsflakon.
Der sieht zwar pink aus, aber der ist lila. Aber ein kräftiges, wunderschönes Lila. Und für mich ist es immer der Königsflakon. Also im Sinne von königlich, geschlechterunspezifisch. Und das sind also jetzt die Energien, die betrachtet, gefühlt werden wollen. Und ich mache eine Neunerlegung und schau mal, was das Ast der Stäbe uns jetzt sagen möchte. Okay, bis gleich. Ja, heute möchte gemischt werden. Und du kannst gerne vorspulen. Ich habe jetzt einfach diese Neunerlegung ist für mich im Zentrum, das Ass der Stäbe. Und ich möchte wissen, von welchen Kräften diese Stabass begleitet werden. Ich arbeite auch nur mit diesen zwei Decks, glaube ich. Hoppala, genau, zwei sind noch ausgefallen. Und mit den Lenormand-Karten. Und verzeiht mir, wenn es heute etwas zögerlicher vonstatten geht. Das liegt einfach daran, dass ich noch nicht körpertechnisch auf vollkommen heil geworden bin. Wir schauen. Nein, wir schauen noch nicht. Och ja, ich erzähle immer so viel und dann kommt es anders. Sehr gut, sehr gut. Ach, mit Bücken ist nicht so. Oh, spannend, da hat sich eine umgedreht. Große Veränderung. Also, wenn wir. Nein. Ich arbeite mit zwei Lenormand-Kartendecks, damit die Möglichkeit, ihr holt zusammen. Okay, nein. Okay, so. Damit wir gute Möglichkeiten haben. So. Neuanfang. Alle, die sich umdrehen, wollen ins Zentrum. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und wenn wir noch Fragen haben, können wir nachschauen. Also, ich möchte immer die Karten sehen. Ich mache das so. Also. Mich berührt dieses Aufgerichtetsein, diese Entschlossenheit. Durch den Regenbogen fühlt es sich leichter an und lebendiger an. Geburt der Entschlossenheit bringt den Neuanfang, die große Veränderung. Und jetzt schauen wir mal, welche Kräfte hier walten. Also die Mondin. Das passt ja sehr gut, weil wir ja gerade Neumond hatten.
Und hier die Mondin in Regenbogenfarben für uns leuchtet, für dich leuchtet. Und ein Wolperdinger Wesen in Violetttönen im See deiner Träume wandelt. Das Pferd steht für Freiheit und Leidenschaft und Wildheit und alles, was es für dich noch steht. Aber es ist ja auch ein Drache. So schau, was die beiden Tiere für dich bedeuten. In der Welt deiner Träume, deiner Visionen, deiner Wünsche. Bist du gerade der dunkle Fels, der helle Fels? Die Mondin kann von Sehnsüchten sprechen, aber auch von Melancholie und Traurigkeit. In welcher Phase steckst du gerade? Also, ich war da und jetzt geht's wieder in diese Richtung. Und ich, ja, genau. Und diese Karte möchte uns sagen, dass wir jeden Druck rausnehmen dürfen, den wir uns selbst geben, weil auch wenn wir immer wieder gerne Zeitangaben für bestimmte Entwicklungen haben möchten, ist meine Erfahrung schlichtweg, dass noch nie jemand eine richtige Zeitangabe getroffen hat, weil wir planen, wir wirken in uns und das Leben macht was anderes. Es spielen in diesem Leben immer so viele Faktoren eine Rolle. Und deswegen finde ich es auch so faszinierend, wie diese viele verschiedenen Uhren zusammenspielen und uns sagen, dass jeder, der in deinem, der, das kommt mir jetzt erst, das hatte ich noch nie, jeder, der in deinem Lebensstück mitspielt, ist ein Teil von dieser großen Uhr. Jeder hat was damit zu tun, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Wir sind nicht immer die einzigen Schauspieler auf der Bühne. Das Element Wasser. Da haben wir nochmal das Wasser. In der Mondin haben wir das Wasser. Also erforsche weiter deine ureigenen Gefühle. Und schau, was sie mit dir machen. Und dieses Wasser hier spricht von sehr viel Lebendigkeit, die jetzt wieder gelebt werden möchte. Da haben wir den wieder, das ist schön. Dann hatten wir in der Legung, du bist es, ich weiß nicht mehr den Übertitel. Es hat. Für mich war dies genau Sesam, die Legung Sesam öffne dich. Diese Höhle öffnet sich, wenn du mit dem Herzen fühlst und dann findest du deine eigenen Schätze. Und das ist das Thema immer noch. Ich weiß nicht, wann die Legung war. Diese Karte wirkt noch, sie zeigt sich. Hast du deine Kelche schon angenommen? Bist du es dir wert, sie zu empfangen, oder hat dich irgendein Glaubenssatz wieder aus deiner Höhle rausgelockt, du bist es nicht wert. Fühl mal für dich rein, wir schauen mal, was die anderen Karten sagen. Ah, das ist jetzt sehr spannend. Also, ich lege ja immer für das Weibliche, für die Frau. Und somit ist es hier auch die männliche Hauptperson. Wenn du ein Mann bist, der zuhörst, bitte setz es für dich selbst um. Für mich ist dieser Stapel maßgeblich dafür, dass auch dein Gegenüber nun in die Herzensenergie gegangen ist, seine neuen Kelche gefunden hat in seiner Herzenshülle. Und genau, er ist da reingetaucht in seine Mondin, nochmal die Mondin, wie bei dir auch. Ihr lauft also parallel in der Entwicklung. Und jetzt schauen wir mal,
wie er damit umgeht, wenn er erkennt, was das Leben ihm schenken möchte. Und was ich hierzu noch sagen möchte, hier kann es sich um einen Menschen in deinem Leben handeln, mit dem du zusammen bist, wo eine gemeinsame Entwicklung stattfindet, gemeinsames Wachstum stattfindet. Es kann jemand sein, den du dich seelenverbunden fühlst und der für dich ein Herzensmensch ist und den du dir in dein Leben wünschst, wo viele sagen, Zwillingsseele, Dualseele, Zwillingsflamme, Seelenpartner, wo dieses Wachstumsspiel stattfindet, auf unterschiedliche Art und Weise, bei jedem aber immer mit Distanz verbunden. Also es kann auch sein, dass du eine Weile schon keinen Kontakt mehr hast. Diese Karten zeigen, schau mal, du bist darfst eintauchen in die Welt deiner Gefühle, in die Mondin, bei dir bleiben, die Zeit rausnehmen, was alles jetzt gleich geschehen muss, erkennen, dass alle Schauspieler auf der Bühne mit diesem Zeitgefüge zu tun haben. Und hier wird uns also gleich als nächstes gezeigt, dass auch er, dein Gegenpart, in die Gefühle eingetaucht ist, in die Mondin eingetaucht ist und dadurch seine Herzenskammer gefunden hat. Was wissen wir jetzt noch nicht, wie er damit umgeht, aber wir wollen ja mal weiterschauen. Da ist er nochmal. Der war auch in einer der letzten Legungen und es spricht davon, dass er sich auf den Weg macht. Er hat nie seine Herzenshöhle gefunden. Er hat erkannt, was das Leben ihm schenken möchte. Und seine Seelenlampe in Rainbow-Farben ist mit ihm, leuchtet ihm den Weg. Er hat den Stab in der Hand. Er ist also auch in dem Thema, das hier angezeigt wird, welches zu Veränderung und Neuanfang führt oder auch zu kleinen Schritten in den Neuanfang, kommt mir gerade, weil ich ihn laufen sehe. Es ist die Karte des Eremiten. Das hat er auch gebraucht, um sein inneres Licht zu finden. Er hat nun seinen Stab in der Hand. Und ja, vielleicht will er kein Eremit mehr sein. Schauen wir mal. Die Route und die Nachricht. Die Route leuchtet hier so schön golden. Ich mag ja diese Karte nicht, deswegen habe ich die ja in meinem... Ja, ich mag die nicht. Deswegen habe ich die in meinem Lenormand-Kartendeck auch als einen Redestab gemacht. Mal lasse, ich fühle da mal rein, Moment. Okay. Also. Meine Vermutung ist, also... Entschuldigt. nein, ich sage es nicht nochmal. Es kann sein, dass er, um auf diesen Weg gekommen zu sein oder gehen zu können, auch unangenehme Kommunikation hat durchleben müssen. Wir wissen ja nicht, in seinem Eremitendasein, auf der Suche nach seinem inneren Licht, wovon er sich hat lösen müssen, sei es beruflich, sei es Familie, sei es Partnerschaft. Es kann aber auch ganz einfach sein, dass er auf dem Weg zu dir eine schriftliche Nachricht zukommen lässt, also kein Telefonanruf, sondern eine SMS, eine kurze, zackige, wie so eine Rute schnallt. Jetzt muss ich lachen. Ja, so wie der Zorro sein Z überall reinmacht. So eine Nachricht könnte kommen und schaut mal in seine Augen. Er weiß, was er will. Und ja,
Dann schauen wir mal den nächsten Stapel. Es ist spannend, man kann mischen, wie man will, und es sind so viele Tarotkarten. Und in diesem Gesamtbild kommen all die wichtigen Karten der letzten Legung. Die 9 der Münzen. Und ich mag die Karte, weil hier der Drachen den Regenbogen trägt. Der Torbogen. Es ist wie dieses Bereitschaft, durch diesen Bogen des Empfangens zu gehen. Und ich habe ja schon öfter gesagt, ich kenne nicht wirklich die Bedeutung des kleinen Arkanas. Deswegen arbeite ich mit unterschiedlichen Decks. Ich lasse mich gern von den Bildern inspirieren. Und für mich bedeutet das hier durch den Bogen gehen. Also, du schaust deinem Regenbogendrachen in die Augen und ihr dreht euch um und geht durch diesen Bogen mit dem Ast der Stäbe. Passt das doch wunderbar, die Bereitschaft, die Dinge zu manifestieren. Und zwar, du gehst ins Außen. Genau, du gehst ins Außen. Also einmal dieses sich umdrehen in diesem, ja, ich will jetzt glücklich sein, ich darf jetzt glücklich sein, ich erlaube mir, glücklich zu sein, drehst du dich um, gehst durch dieses Tor, bereit zu empfangen und gehst nach außen. Du zeigst dich mit deiner Entscheidung, die du getroffen hast. Das kann beruflich sein, das kann partnerschaftlich sein. Egal, um welche Entscheidungen es hier geht, du bist bereit, das jetzt leben zu wollen und du wirst es ins Außen tragen. Die Entscheidung im Innen wird fallen und du wirst diese Entscheidung nach außen tragen. Es kann auch sein, dass du auf ein Fest gehst. Und jetzt liegt ja Weihnachten vor der Tür und Silvester vor der Tür. Vielleicht wirst du aber auch eingeladen. Also eine zweite Deutung, die Kombination dieser zwei Karten, dass eine Einladung ins Haus flattert. So ein, gehst du mit oder wollen wir uns treffen oder gehen wir tanzen? Und ja. Zweiter Stäbe. Also du weißt jetzt, was auf dich zukommt. Du hast deine Entscheidung getroffen und jetzt stehst du gelassen da mit deinen zwei der Stäben, weil dein erster Stab vom Zentrum her, das ist deine aufgerichtete Wirbelsäule, deine Entschlossenheit und du schaust jetzt nach Möglichkeiten. Also welche Möglichkeiten werden mir vom Leben geboten, damit ich das tun kann, wofür ich mich entschieden habe. Und da kommen die Sterne, Spiritkarte, Klarheit. Wünsche können wahr werden. Und die werden sich jetzt zeigen. Also alles, was bisher im Geheimen geblieben ist, wird jetzt offenbart. Und Moment. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch weg bin, aber dann muss ich mich wieder zu mir atmen. Also berührt mich sehr, diese Kombination. Das heißt, da geht es um Wunscherfüllung. Es geht darum, dass durch die innere Entscheidung, die du jetzt in einem schwierigen, schwierigen Transformationsprozess auf die Welt gebracht hast, sich auch das Leben zeigt mit den Möglichkeiten, die sich dir jetzt bieten. Lauter bekannte Karten, so lerne ich mein neues Tarot-Deck nie kennen. 10. Kelche, wunderbar. Und schaut mal, wer jetzt zuschaut. Und die Lotusblüte ist für mich so ein zutiefst wichtiges Symbol, weil sie ist nur so schön in ihrem Erblühen, weil sie in der Nacht in ihren Morast abtaucht und ihre Wurzeln sich vom Dunklen ernähren, vom Schatten ernähren. Und dann genauso geschieht es dann. Und dann kommt man hoch wie neugeboren und tanzt in der eigenen Lotus.
Und auch wenn ich, da mag ich gleich mal erzählen, natürlich gibt es Karten, die weniger schöne Aussagen haben. Und das Leben ist nicht nur Licht und Liebe. Und doch halte ich meine Kartenlegungen mit dem Fokus auf das, was sein kann. Wenn sich dann Schatten zeigen, dann gehe ich darauf ein, aber ich male sie nicht aus, sondern ich versuche, das halbvolle Glas zu sehen, damit wir nicht das, also ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass man sich dann, sich mit dem Schatten beschäftigen ist zutiefst wichtig, aber es ist nicht sinnvoll, sich von Ängsten kontrollieren zu lassen. Und deswegen möchte ich immer den Fokus darauf legen, was erwachsen kann daraus, wenn wir in uns selbst wirken und bei uns selbst hinschauen. Und das ist eine total schöne Karte. Wieder mal eine schöne Karte. Die entstand aus diesem Transformationsprozess. Der Sarg lag auch in den letzten zwei Legungen mit dabei. Und ja, schaut mal her. Das also. Die zwei. Das ist für mich 10. Kelche, die Fülle, das Annehmen, der Transformationsprozess wird sich abschließen. Das Innere, du kannst es jetzt auf dein inneres Paar beziehen. Und du kannst es auf das Äußere beziehen. Es wird passieren. Und ich liebe meine Joker-Karte, weil sie lässt sich vertrauensvoll in die Arme des Gegenübers fallen. Das kann sie tun, weil sie in sich einen sicheren Raum gefunden hat. Das heißt, Intuition und Instinkt begleiten sie. Und ihr Instinkt würde sie sofort spüren lassen, wenn sie in Gefahr ist. Ohne, wie es vielleicht Jahrzehnte war, ein Alarmsystem zu haben, das ständig auf Gefahr hochgefahren ist und somit einen solchen Zustand fast nicht zulässt. Also das kann man nur erfahren, wenn jeder in sich einen sicheren Raum gefunden hat und daher auch zutiefst vertrauen kann, weil es immer die Gefahr gibt, dass man sich gegenseitig verletzen kann, auch wenn man es nicht möchte. Und er taucht ein in den Duft der Weiblichkeit. Er hat keine Angst mehr vor der Macht der Frau, der Macht des Weiblichen, die Drachenkraft, die Magie. Das ist für mich viel schöner, der Ausdruck als Spiritualität. Er taucht mit ein und daher mag ich diese Karte so sehr. Und auch diese Kombination liegt also hier für das, was passiert, wenn das Thema gelebt wird und somit der Neuanfang kommen kann. Eine neue Karte, die 20. Wie ist die schön? Schaut mal, die dreifaltige Göttin, die Göttin in diesen verschiedenen Altersstufen, die dreifaltige Göttin, die den Regenbogenfäden zur Harfe spinnt, hinüberspinnt, hinüberlaufen lässt. Sie spinnen, die Weberinnen, die Spinnerinnen. Das Lied wird auf der Harfe gespielt, das Regenbogenlied. Irgendwann habe ich mal geträumt, das eigene Seelenlied finden. Und so sage ich dir, du wirst jetzt dein eigenes Seelenlied finden. Super schön. Du wirst die Melodie deines Herzens spielen, deiner Seele spielen. Und als ich das so ansah, habe ich so mich selbst wieder gedacht, oh Sabine, was sind das wieder für märchenhafte Worte? Aber ich bin eine Erzählerin, ich bin eine Geschichtenerzählerin und deswegen
Ich finde, man kann über Geschichten und über solche Beschreibungen Herzen berühren. Und wir wollen doch dahin, dass wir unsere eigene Melodie spielen. Wir wollen doch dahin ins Leben, dass wir unseren eigenen Rhythmus leben, dass wir das, unser Leben so weben, wie wir es haben möchten, so wie wir uns wohlfühlen dabei und glücklich sind dabei. Und ich wünsche mir einfach, es hat nichts mit Illusionen zu tun. Ich glaube, wir können uns solche Momente wirklich erschaffen. Für mich sind das immer die Geschenke des Lebens, wenn wir in unserem Inneren gewirkt haben. Und dann geschieht etwas und das Leben gibt uns ein Geschenk und dann erkennen wir, wir haben das erschaffen, weil wir im Innen geschafft haben. Im Innen wirken ist Höchstleistung. Ich habe mal irgendwann, da war ich in Bergen in Urlaub und dann hat ein Mensch zu mir gesagt, ah, du musst mal da und da hoch. Und dann habe ich gesagt, weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Ja, und dann wurde mir erklärt, wie man die Höhenangst überwindet und ich habe dazugehört und dann habe ich gesagt, ich fange im Innen an. Da gehört genauso viel Mut dazu. Und inneres Wirken ist höchste Arbeit. Da kann man wirklich stolz drauf sein, wenn man diesen Weg geht und wenn man dann durch die Hölle gegangen ist und das Leben beschenkt einen mit dieser Karte, indem das Leben dir ein Geschenk überreicht, weil es sagt, du bist durch die Hölle gegangen, bist stärker herausgekommen und hast es ein Geschenk verdient. Eidadaus. Die Beziehung zu dir selbst rundet sich ab. Warum liegt jetzt hier der Berg dabei? Ja, genau, schaut mal, du bist da oben angekommen. Du bist an der Spitze angekommen. Die Beziehung zu dir rundet sich ab. Wie passend, da liegt Schnee. Wir haben jetzt Dezember. Und nee, für mich fühlt es sich jetzt nicht an, als ob da eine Blockade in Beziehung zu dir selbst oder zu anderen ist, weil die wird jetzt aufgelöst. Also wenn da jetzt wirklich noch eine wäre, also wenn diese Deutung da wäre, Blockade in Beziehung, dann kannst du davon ausgehen, dass die schon in der Auflösung ist. Aber schau mal, warum löst sie sich auf, die Blockade? Weil du bei dir geblieben bist. Du hast dich nicht hingesetzt, Däumchen gedreht und zum Beispiel in Liebesdingen gesagt, wann kommt er oder wann kommt sie endlich? Du hast gesagt, ich nutze die Zeit und wirke in mir selbst weiter. Und was du im Innen bewirkst, kann sich im Außen verändern. Und somit wird die Blockade aufgelöst. Die letzte Runde. Die 10 der Münzen, schön. Die 9 der Münzen hatten wir ja schon. Jetzt haben wir die 10 der Münzen, die ja dann auch von der... Das heißt, du sollst jetzt wirklich das genießen, was du erschaffen hast und die Momente, die das Leben dir schenkt. Liebevolle Klarheit. Und da wir am Anfang denn das Ast der Stäbe hatten und ich von der aufgerichteten Wirbelsäule sprach, ist die liebevolle Klarheit hier eine wundervolle Jokerkarte aus meinem Lenormand-Kartendeck. Liebevolle Klarheit. Da muss ich doch gar nichts dazu erzählen, oder? Aufgerichtetes sich ausdrücken, mit Sicherheit erstmal warmherzig, liebevoll. Und wenn es nicht verstanden wird, kann man klarer werden. Und somit ist der Turm hier nicht der Ort des Rückzugs, sondern er ist ein leuchtender, aufgerichteter Palast, wie deine Wirbelsäule sich jetzt aufgerichtet hat, weil du für dich sorgst.
Sehr, sehr schön. Da lässt sich's leben, oder? Also, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Es geht jetzt um das Thema die Geburt der Entschlossenheit, das Aufgerichtetsein, die Wirbelsäule aufrichten, das bringt Veränderung und Neuanfang. Du selbst darfst den Zeitdruck rausnehmen, alle spielen auf einer Bühne. Du kannst die anderen nicht zwingen, schneller die Veränderung in sich stattfinden zu lassen. Schau weiter bei dir, guck in deine Träume, lass sie erstrahlen. Öffne dich für die Gefühlswelten, stelle dir vor, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn das, was du dir wünschst, in dein Leben kommt. Hier wurde bestätigt, dass dein Gegenüber seinen inneren Schatz gefunden hat, indem er abtauchte in seine Gefühlswelten und wie es ausschaut. Geht er auch den Weg? Er hat sich entschlossen, er will das Eremitendasein hinter sich lassen. Und dafür hat er sein Leben geklärt. Oder du bekommst eine schriftliche kurze Zack-Zack-Zorro-Nachricht. Du selbst entscheidest jetzt, in dieses neue Leben zu gehen. Wo da hinten warten deine Träume, deine Wünsche und deine Visionen. Du drehst dich um, du gehst da durch, du gehst ins Außen oder du bekommst eine Einladung zu was auch immer. Weihnachten, Silvester, tanzen gehen, Konzert, Theater, essen gehen. Und du wirst jetzt eine Gelassenheit kriegen, weil du deine Entscheidung getroffen hast. Du wirst nach den Möglichkeiten Ausschau halten, die dir helfen werden, deine Möglichkeiten umzusetzen. Und alles, was im Verborgen war, wird sich jetzt zeigen. Also die Möglichkeiten, die jetzt vorher nicht da waren, zeigen sich jetzt, weil hier die Sternkarte, die Wunscherfüllungskarte da ist. Der Transformationsprozess wird abgeschlossen. Die 10 der Kelche werden erreicht und damit auch eine Heilung des inneren Paars, was sich im Außen spiegeln wird. Du webst deine Seelenmelodie, du spinnst deine Herzensmelodie, deine Seelenmelodie. Damit können Blockaden jeder Form von Beziehungen gehen. Und so wirst du aufgerichtet in deinem Herzenspalast leben. Wirst in liebevoller Klarheit durch dein Leben gehen und das, was das Leben dir an Momenten schenkt, genießen. Ja, das war doch jetzt mal eine schöne Legung. Und öffnen wir uns für den Empfang. Ich sage jetzt nicht mehr viel, ich bin jetzt müde. Ich werde jetzt noch schlafen gehen. Und vielleicht findest du dich da drin wieder. Ich freue mich, wenn du wieder vorbeischaust und bis dahin, Peace and Love, Sabine Carola.